Ah, komm her. Nicht raus, komm her. Komm her. Ich zeig dir dein Ebenbild. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ja, in der letzten Folge haben wir die magere Frau durch diese Tür gehen sehen und da wollen wir jetzt auch rein. Ja, vielleicht deckt sich jetzt bald alles auf. Was mit den ganzen dicken Menschen ist, die die ganze Zeit Hunger haben. Wieso Six so einen komischen Hunger hat, vor allem. Six hat seinen sehr seltsamen Essgeschmack entwickelt. Sieht man in der letzten Folge, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Guckt euch gerne die letzte Folge an. Oder die ganze Playlist, wie ihr wollt. Ja. Ach Gott, die steht da schon. Boah. Creepy, hey, die Puppe. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Das scheint ja irgendwie so das private Zimmer von der zu sein. Oder halt... Ah, das ist das Auge an der Wand. So der private Abteil in dem... In der Stadt oder in dem Boot oder was es ist. Oder Schiff. Vor allem schwankt gar nicht mehr so, oder? Nee? Ja, er kann mich jetzt auch täuschen. Ah, sie singt. Oder sie summt halt, ne? Oder wie nennt man das? Alter. Ein zerbrochener Spiegel. Und auf ihrem Tisch liegt die letzte Puppe. Oder halt die nächste Puppe. Die wir zerstören müssten. Heißt, wir kommen da nochmal hin. Die Puppe hat schon Ähnlichkeit mit der Frau, ne? So ein bisschen. Da, eine Chica-Vase aus Zelda. Nee, also das ist das Auge wahrscheinlich. Das Zeichen für hier Little Nightmares. Ich höre was. Ich höre was. Was ist das für ein Geräusch? Sich die runterschmeißen oder so? Ja, jetzt kommt die bestimmt nachgucken. Hallo? Fräulein? Die kommt nicht. Wieso bewahrt man auch einen Schlüssel in einer Vase auf? Wieso ist das Bild abgehangen? Und wieso frage ich das? Jo. Ja, zuerst mal die Puppe. So. Wo ist die Frau? Überall die Kleider. Ich denke immer, dass es sie ist. Irgendwie, dass sie im Eck auf uns lauert. Ist okay. Boah. Da unten wieder die Puppe, ne? Ich dachte wieder, die steht da. Abgehangene Bilder. Da drin kann sie ja nicht sein. Denn hier ist sie abgesperrt gewesen. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Alter. Auch überall die Kleider. Eins davon. Ah, oh mein Gott.
Oh mein Gott, du meinst, sie ist ein Geist. Oh mein Gott, sie ist ein verdammter Geist. Nein! Alter. Oh, ei. Also nochmal. So, lauf. Da ist sie da. Die Geisterfrau. Ah, sie kann aber anscheinend nicht durch die Wände. Alter. Ja, die kommt jetzt bestimmt gleich wieder. Da steht sie, oder? Weil die Puppen. Leute. Was muss man tun? Ich sehe nix. Auge? Ich sehe nicht, was ich tun muss. Kann ich es verschieben? Nein. Sollte es offensichtlich sein, was man jetzt hier tun? Ah. Wieso gibt's den Raum? Es macht doch keinen Sinn, so einen Raum zu machen, wenn da nichts passiert. Kommt bestimmt noch was. Was ist das? Was ist das? Komisch. Ja. Der Raum macht noch viel weniger Sinn. Schublade? Nicht? Kasten? Hallo? Also man kann ihn greifen, aber man kann ihn nicht aufmachen, oder wie? Drücken, schieben, ziehen. Hallo? Ein Spiegel vielleicht? Also offensichtlich, dass der Kasten zu schwer ist für dich, Six. Brauchst du nichts so zu tun. Aber den hier zum Beispiel kann man nicht schieben. Oder geht's da hinten im Eck weiter? Sorry, ich sehe schon wieder das Offensichtliche, wahrscheinlich nicht. Ich mach gleich schon mal den Timer aus, denn das ist wieder so eine Stelle. So, und das machen wir jetzt so lang, bis ich rausgefunden habe, wie es weitergeht, und dann irgendwann die restliche Zeit hinten. So, Leute, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Der Timer läuft schon. Und zwar muss man diesen Spiegel hier nehmen. Ja, war offensichtlich, ne, dass man den nehmen kann. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Also, ich dachte, das ist was anderes. Irgendwie so eine Chinesenlampe oder sowas. Jetzt immer schön ins Licht gehen. Denn die Dame, die mag ihr Spiegelbild nicht sehen anscheinend. So. Komm her, du Geist. Wo bist du? Ah!
Da ist ja das Licht. Wieso wechselt eigentlich der Lichtschein? Macht ja auch keinen Sinn. Ja. Ja. So, bis jetzt ist ganz einfach. Hofft man nur, dass das Licht nicht ausfällt hier. Ah, ja. Natürlich. Man muss halt immer wieder wechseln. Aber nicht, dass es jetzt mitten im Bossfight plötzlich komplett ausgeht. Das wäre fatal. Ah, komm her. Durch draus. Komm her. Komm her. Ich zeig dir dein Ebenbild. Jo. Komm, Six, steh auf. Oh, gleich nochmal. Gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, Spiegel. Ja, jetzt ist er kaputt. Aber ich hoffe, wir haben es damit geschafft jetzt. Und die Alte, die nervt jetzt schon ganz schön. Oh. Oh, ich ahne Schreckliches. Der Hunger. Der Hunger will sein Tribut. Ah, dann würde ich sagen, Six. Lass dir schmecken, ja? Mahlzeit. Ja, krass. Ah, wir bekommen jetzt ihre Macht. Finsternis. So. Wie geht es jetzt weiter? Muss ich schon was tun?
Ja, Leute, das war's anscheinend. Little Nightmares 1, kürzer als ich gedacht habe. Ich bin sprachlos am Ende. Six hat jetzt die Macht über Seelen, anscheinend. Anscheinend ist es so, dass die dünne Frau Menschen auf ihre schwimmende Stadt gelockt hat, um deren Seelen zu verschlingen. Da wir ihre Kraft jetzt haben, oder halt da Six ihre Kraft verspeist hat mit dem Hunger, hat sie das jetzt einfach mal gemacht. Und was erstaunlich ist, Six kann anscheinend im Licht wandeln. Nicht so wie die Frau. Die Frau hat man ja immer nur im Schatten gesehen. Die hatte ja auch Angst vor dem Licht oder vor ihrem eigenen Spiegelbild. Man weiß ja nicht. Tja, krass, muss ich sagen. Wirklich schöner Twist auch zum Schluss wieder. Ich werde jetzt nochmal reingucken, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, das Ending zu verändern. Und ob man halt wieder so Bonus-Cutscenes freischalten kann. Ansonsten sehen wir uns als nächstes in den DLCs wieder. Krass, dass das jetzt so kurz war. Echt, das haben wir jetzt an 2 Tagen wirklich schnell aufgenommen. Krass. Jo. Ich überlasse euch jetzt den dem Abspann. Und ja. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns eventuell nochmal, wenn jetzt noch was kommt. Und ansonsten, ja, bin ich raus. Tschüss. The sound of an approaching ship.